Moin, hallo, was sagst du denn? Den 11. Mai. Und ich sehe gerade am Weg für weit Bund, für weit Gar zu fahren, für dort den Zug zu holen. Und zwar geht es heute für mich auf Witzhausen, weil ich da muss kurz laufen, 1000 Meter. Und ja, da sind wir unterwegs. Ich hatte morgen nach Uni, so ein Blog-Seminar. Ich war schon laufen, war zwar echt ein Aquajogging mit laufen. Ja, und nun trippeln ich den nicht mehr bei Bund. Und dann geht es los mit der Race. Heute ist mein Glückstag. Mein Zug fällt aus. Ich bin direkt in den Ersatzzug. Ich muss aber nur eine Stunde heu warten und ich komme eine Stunde spät un. Und ich muss zweimal umklappen und Platz E-Moll. Und eigentlich habe ich nicht mehr 7 Minuten. Und ich weiß nie, wie gut das funktioniert. Aber ja, ich warte nur heu. Die Sonne ist sogar rausgekommen. Kein schlimmer sehen, aber das ist wirklich nicht ideal. Ich will einfach gerne am Zug gewischt und dann eben gehen 7 Uhr da. Los sind ich gehen 8 Uhr da, wenn alles gut geht. Ja, kann ich schon anderen, außer weit aus. Nee, nicht ideal. Und das ist einfach Allkäse, wenn ich diese Lehrerin zuzuhören, dann geht ihr nicht schief. So, das ist los. Zeng für Neng. Obers, ich bin einfach um 3 Uhr aus dem Haus gegangen. Wir sind eine Stunde auf der Gar warten. Und ja, danach ist aber alles von gut gegangen. Nur den ersten Zug, ich muss eben ziemlich umgenommen, der Tisch 30. Der erste Zug war voll mit Leuten, die gerade von einem Frühlingsfest gekommen sind, am Dirndl, an Lederhosen, die ziemlich gut gelaunt waren, was ein bisschen anstrengend war, weil ich auch einfach endlich ankommen wollte. Genau, ich bin am Hotel gekommen. Ich war schon ein paar heute. Sie sind am Gang zu renovieren und ich bin eine von denen, die alle kümmern. Also, war noch nicht renoviert. Und Leute auch nicht mit der Vue auf Dall. Aber drin sowieso. Du meinst, aus der Vue sowieso nicht so schön. Aber vielleicht kann ich nur einfach ein filmen, wenn ich Zeit finde, wenn es sich auch gut. Auf alle Fälle ist das heute mein Kummer. Ganz normal. Standard. Genau. Und lo, hier sind schon mal etwas. Und Minibar als All-Inclusive. Also gönn ich mir mal eine Apfelschorle. Du hast mein Essen. Gesagt, vielleicht nicht so ganz appetitlich aus. Da sind von Nudelsgratin mit schwarzen Bohnen, Brokkoli, Tomaten, Paprika. Ja. Und dabei trinken schon eben die Apfelschorle. Und ich gucke ein bisschen Teddy. Und weil ich mein Dessert brauche, habe ich mal Joghurt mit Brüsch, mit Müsli und Heidelbeeren. Yum, yum, yum. Good morning. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, war essen. Schon relativ viel gegessen, wie man es kennt. Die weiß, dass ich bei mir essen. Viel oder wenig essen kann. Das ist einfach mein Lieblingsmahlzeit. Und ich schlafe heute gegen Feier. Und ja, dann habe ich mal gedacht, ich esse mehr zu Mäus, mehr nach Brötchen für Mittes, so geht ja, ein, zwei. Und dann passt das perfekt, dann mit meinem Kurs. Los, sind schon mega Kummer, ich chille noch ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd, weil ich muss um 11 Uhr auschecken. Und mein Kurs ist aber recht um kurz vor Feier. Ich muss noch ziemlich viel Zeit dann irgendwie die Pause verbringen im Stadion. Und wäre das leider nicht so gut. So schwarz hat noch nicht die Pause. Du meinst, kann ich nicht so in wie warm oder kalt das. Mir sieht noch nicht so flott aus. Auf alle Fälle gehe ich aber noch ganz kurz laufen. So geht 10 duschen und dann checken ich eben aus. Und dann mache ich mich auf der Weg, dann trippel ich einfach bis dahin bei dem Stadion, das ist nicht so weit. Und die anderen von meiner Gruppe aus Letzburg, die kommen auch dann normalerweise gegen 11 Uhr, denke ich mal, sie sind so gegen 7 fortgefahren. Ja, da sehe ich sie und dann kann ich da warten, schnell Decken dabei und so weiter, dann wird das schon gut. Hoffentlich redet nicht, dann ist alles okay. Shake out run, let's go. Ich kann nicht so hin, da ist wirklich motiviert sind. Nee, ja, ich war da aber mal. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen zwei machen. So, eine halbe Stunde spät. Und lo, widme ich mich noch ein bisschen den heute Sachen. Theraband, ein kleiner Ruhl und ein Ball. Für einfach noch ein bisschen mehr im Mobil zu gehen.
Und dann muss ich auch schon duschen und auschecken. Das war er doch schon. Bye bye. So, Strippello. Beide Stadien. Ding geparkt. Ich habe gerade kein intimes Band. Das ist aber inzwischen nicht sehr kalt. Ja, und am Anfang auch ganz schön. Hi. Schön ruhig. Ja, Strippello auf der Straße. Genau, und da muss ich so ein Pferdestolz vorgehen. Aber finde ich gut, die sind schon in der Weh. Also nehme ich selber. Und da sind wir im Stadion und da war doch genug Bewegung für unseren Kurs. Und wir kommen zur nächsten Siegerehrung. Hallo! Und? Was ist Brett? Ja, das ist so das Kanto. Ich hoffe, es geht cool. Schneiden? Stimmt. Ja. Wir filmen gleich noch die Ahne. Ja. Ja, Gratulation den Mädels und wie gesagt, wir bleiben. Mehr noch, wie viele Stunden? Drei Ball, gell? Ja, ist das mal alle für ihn. Ja. Und Sonnenstuhl! 30,9 Sekunden, er ist 17 Jahre alt, die Kampf von Frauen sind wieder nur der Kurs. Gut, gut. Zufrieden? Ja, gut. Ja, ja. Gut. Zu 2,30, gell? 2,30, ja. Ja. Hast du gewonnen? Nein. Nee. Pass auf, als Erste. Nicht gut. Zufrieden? Auf der Wand 4. Scheiß. Hey, bist du denn Zeit? Ja, ich meine, genau so in der 2,50 gerade so. Trainingslauf. Ja, was Frieden? Ich wollte nicht machen, dass du nur fangen willst. Ich weiß nicht, was ich stehe gegangen bin. Ich bin ganz voll und ich muss ein Bock gehen. Ja. Statt nur nach ihrem Proveren Mops zu wollen. Ja, du hast so ein kleines Lachen. Also Lach, ne? Ja, und ich habe viel am Fond so. Ich habe schon zur Gruppe gedacht. Ja. Und da konnte ich den ganzen Fond mit, also den anderen mit. We'll be right back.
zufrieden? Ja? Wie ist der Gang? Warte, ganz gut am Anfang, wenn du die letzten 50 Meter des Stüngers. Ja. Das ist gut, das was an Zeit? Meinst du, das ist gut? Ich habe 20 gestoppt. Ah, das ist gut für dich. Ja, ich meine, das ist gut. Also auch für die Jungs gilt natürlich. Ready! Für jeden. Ja, ich habe Mott geholt, das ist 8 Uhr Oves. Dann in Enkel, ja, 3,5 Stunden Auto fahren. Geht auch nur weg, das ist noch nur gut mit. War ein langer Weekend, mich sehr froh, hier daheim zu sehen. Und ja, war wirklich, also Bus war okay. Also ich weiß nicht, wie viel gefilmt habe, wirklich nur. Ja, und war mal ein bisschen zu sehr. Und dann habe ich raus, es ist ein Wasser gehen. Zeit ist okay, das ist im Eingezinkte keine Waschzeit. Das aber in der Reihe. Ich habe mich natürlich gefreut, wenn Waschzeit ich will. Wetter war ein bisschen blöd, war von allem Sonne, ja, Wand, Regen und so weiter. Ja, also ich war eben froh gewesen, wenn ein bisschen mehr sehr gegangen wäre. Mehr, dass ja auch einfach gut, dass ihr wisst, dass nach Luft und oben ist. Das ist ja auch richtig zweit Kurs. Und die E ist eben ein bisschen sehr groß. Und du geht dann verdrimmst hier noch ein bisschen mehr, wo der Tempo herzuschaffen und Laktat. Und dann wird das schon gehen, über die nächsten 1500. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nächste Weekend laufen wir 1500 Meter zu Karlsruhe. Da werde ich auch mal tollen. Ja, ich hoffe, die 8-Tour-Video gefällt euch. Das ist ein bisschen spannend. Ja, heute war auch wirklich flott, weil meine, also nicht meine ganze Gruppe, mehr viel von mir in der Gruppe, als letzte Woche dabei waren. Und ich die Auflaufe gesehen konnte, habe ein bisschen gefühlt tun. Ja, und da sehen wir uns am nächsten Video. Bis dann!